Gibt's irgendwas, was ich einsammeln kann? Kann ich irgendwie ein Menü öffnen, dass das weggeht? Nein. Gott, ich muss ja wahrscheinlich speichern und dann das Spiel neu laden. Kann man hier irgendwo speichern? Gibt's kein Quicksave? Wie gemein ist das denn? Hui! Ich hab doch E gedrückt! War das so gewollt? Voll gemein. Voll gemein. Jacob, bist du es? Na toll, kalt und nass. Hier noch erstmal duschen. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Das Bild wackelt übrigens von ganz alleine. Ich tue da gar nichts. Anscheinend soll es darstellen, dass wir zittern. Wo hast du das denn her? Meine Frage, warum sind in Spielen die Streichholzschachtel immer so riesig? So, können wir jetzt auf Lara, hör auf zu zittern. Das Bild wackelt. Warum ist das keine Sony-Kamera? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel.
Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Die Lara zittert immer noch. Suchen Sie nach Habba Habba. Galerie freigeschalten. Hauptmenü. Extras. Jetzt gehen wir mal kurz da rein. Hauptmenü. Das ist nicht das Hauptmenü. Da zurück zum Hauptmenü. Nein, wollen wir nicht. So. Also, wir sollen Habba Habba suchen. Aber Clara hat aufgehört zu zittern. Das ist schon mal schön. Kra, kra. Ein Zirsch. Ach, alte Stolper, Lara. Stolper über spitzen Stein. Armer Kerl. Ach, da oben. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Da liegen auch zufällig Pfeile rum. Nehmen wir die doch mal mit. Kann ich da rein? Bunker? Nee. Nochmal Pfeile. 5 und 5 macht 10. Ja, ich kann Mathe. Ich geh noch irgendwo was rum? Nö, nö, nö. Ohne Waffe kann ich dich jagen. Ja, wissen wir, Lara. Ich brauche eine Waffe. Ja, hast du schon gesagt, Lara. Wir sind doch auf dem... Ja, schaffst du. Ein gutes, du bist ein großes Mädchen. Du schaffst das. Und jetzt? Jetzt. Nee. Muss ich anscheinend rübergreifen. Okay, Moment. Jetzt. Komm, komm, komm. Ah! Ja, dieser kleine Kratzer da, ne? In so in der Bauchregion. Weiß nicht, ob das ist ein Bogen. Warum soll der nicht funktionieren? Erinnere dich an das, der braucht keine Batterie. Du kannst die beste Form halten Sie recht. Haben, aber ohne Konzentration. Die Maustaste zum Zielen und linke zum Schießen. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Konzentration. Dieser Hunger. Ja, Matai. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, wir suchen noch gerade was. Krähe kann man nicht erlegen wahrscheinlich, ne? Hirschis. Da hinten ist ein Hirschi. Ich höre irgendwas auf dem linken Ohr, aber was ist das? Eine Krähe? Nee. Hirschi. Yoshi, komm, bleib stehen. Verdammt. Der ging daneben. Kann man? Nee, kann man nicht. Okay. Yoshi tot. Jetzt 5 Pfeile verbraucht. Glaube ich.
entschuldige. Sorry, Hiroshi, aber ich brauche Happa. Und jetzt stricken wir uns einen Pelzmantel. Nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Hase! Kann man den auch aufnehmen? Guck mal. Hi Hirsch. Hi Frosch. Gut. So viele Hirschis hier. Geht mal weg. Jetzt habe ich genug zu essen. Ja, ihr. Hallo, Hirschis. Geht mal aus dem Weg. Wo war jetzt das Lager? Da. Da sind Pfeile. Und da hängt nur was am Baum. Das da? Kann man... Geisterjägerin... Okay. Da ist das Lager. Da oben ist auch noch irgendwas, da blinkt was. Hin. Lager. Erstmal ein Lager. Lagerplatz benutzen. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um in Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Weiter. Achso, habe ich Mauszeiger? Ich habe einen Mauszeiger. Weiter. Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Aha. Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern, um Lebensmitteltruhen. Aha. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Aha. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliche Bergungsgut. Knochensammler. Aha. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das ist gut. Das ist doch zu. Ein Fähigkeitenpunkt. Also entweder... Munition dürfte Mangelware sein. Das wollen wir meistern. Neue Fähigkeit. Okay. Ja. Ja, zurück. Da habe ich jetzt 1 von 9. Ah, 1, 2, 3, 4. Okay, ja. Jäger. Ach, hier kann ich auch noch was reinmachen. Was kann ich denn hier reinmachen? Sicherer Schuss. Sie können sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu... Ja. Eine Tasche effektive ein, können Sie mehr Munition. Aha. Überleben. Das haben wir gerade gemacht. Und Jäger. Meistern Sie 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Das da wahrscheinlich? Rang 2? Ja, da steht Rang 2. 6 weitere um Rang 2. Hier ist Rang 2. Da ist Rang 2. Okay, haben wir. 12% Pfeile wiederfinden. Überlebensupgrade 1 von 9.
Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist damit gemeint. Die haben wir 0. Weil wir 0 von 8 haben. Weiter. Da ist ein Ausrufezeichen. Warum ist ein Ausrufezeichen? Da ist doch nichts mehr. Interessant. Hier ist doch nichts. Okay. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Okay, geschützter Grat. Schließen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay. Also haben wir jetzt quasi gespeichert damit? Ist das Speichern? Ich teste es nochmal. Also E. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft. Ja. Eine Archäologin von der Endurance. Ja. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Ja. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Ja. Wir waren nicht die Ersten. Richtig. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht. Kann sein. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Kluges Mädchen. Okay. Schließen. Laras Tagebücher. Laras Tagebücher. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das speichern ist am Lagerfeuer. Ja, Musik. So, irgendwie muss ich da hochkommen. Da hoch? Ja, da hoch. Okay, und da leuchtet es nämlich. Wie kommen wir da hin? Hallo? Ist jemand hier? Ich hätte da die Tür aufgemacht. Ist das so clever? Komm, wir kamen Bunker. Der ist nicht so groß. Verdammt, da will ich nicht rein. Nein, Lara. Tu es nicht. Lara, nein. Nein, Lara. Nein. Böse Lara. Da wollte ich noch nicht hin. Verdammt. Erst umgucken, dann in dunkle Löcher krabbeln. Was sind das für Zeichen? Das ist eine Sonne. Das sind keine Zeichen, das ist ein Zeichen. Was mache ich bloß? 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63 Sonnen war ja da. Also knapp 2 Monate. Wer auch immer das hier war. Na toll. Knochen. Na toll. Knochen. Das sind auch 63. Da wackelt irgendein Tuch.